Hallo meine lieben Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Und heute aus Ägypten, wie ihr ja wisst, bin ich also seit etwas über einer Woche in Ägypten. Und kurz vorher war die Firma Maris so nett und hat mir zwei Automaten zur Verfügung gestellt, einfach mal zum Ausprobieren. Und über diese Automaten werde ich euch heute mal berichten, wie ich also das Ganze fand, wie ich mit denen getaucht bin, was ich dazu meine, wie meine Meinung also zu diesen Automaten ist, was ich darüber denke. So, und jetzt drehen wir das Ganze mal rum. Zuerst noch ein paar schöne Eindrücke von der Umgebung hier. Schönes Meer, und heute sprechen wir mal über diese beiden Automaten. Wir haben einmal den Maris XR25 und wir haben den Maris 28XR mit der jeweiligen zweiten Stufe dazu. Beginnen wir mit dem Maris XR25. Hier habe ich von Maris bekommen ein komplettes Set, ein Tech-Set, wird auch so angeboten als Tech-Set. Wir haben also zweimal erste Stufen, unten sind komplett hier drei Abgänge für den zweimal Mitteldruckschlauch und einmal Hochdruck. Ja, wird deklariert für Höhlentaucher, der ich ja nun mal bin. Und das erste Problem, was mir natürlich aufgefallen ist, gleich bei diesem Automaten, ist, wenn das also deklariert wird für den Höhlentaucher, dass man davon ausgeht, dass der Höhlentaucher immer noch mit Doppeltanks taucht. Aber Leute, Freunde, es ist zwar schön, dass man die Doppeltanks immer noch hat, wir haben sie also auch hier noch an Bord, aber es wird eigentlich mehr und mehr eigentlich immer Sidemount getaucht, und jetzt sollte Maris auch mal ein bisschen überlegen, ob man das nicht auch gleich Sidemount-mäßig so ein bisschen ausstattet. Denn das Problem ist einfach der, dass der linke Automat einen, wenn man Sidemount-Konfiguration taucht, einen zu kurzen Schlauch hat. Das heißt also, der Schlauch kommt von der linken Seite, von der linken Sidemount-Flasche, sollte zum Mund reichen. Das tut er in der Regel nicht. Der ist also dann hier auf der Seite etwas zu kurz, und die zweite Stufe rutscht im Grunde genommen relativ schnell aus dem Mund. Ja, klar, das Longhose ist wunderbar, da gibt es null Probleme. Deklariert wird auch in der Beschreibung, dass man diesen Automaten unter Wasser auseinanderbauen kann und wieder zusammen. Das ist für mich im Grunde genommen kein Argument, das kann ich eigentlich mit fast jedem Automaten machen. Also da ist das für mich jetzt keine Besonderheit in der Höhlentaucherei, dass man die zweite Stufe aufschrauben kann, den Deckel aufmacht, die Membrane wegmacht, reinigt und das Ding wieder zumacht. Für mich stellt sich halt die Frage, warum muss ich das tun? Wenn ich gescheit tauche und die Automaten gescheit platziert habe, dann werden die sich auch nicht mit Schmutz und Dreck füllen. So, das ist also die ganze Geschichte jetzt zu diesem Argument, man kann diesen Automaten unter Wasser auseinanderbauen. So, hier nochmal die erste Stufe. Es wäre wünschenswert, wenn man anstatt drei Abgänge eventuell vier Abgänge machen würde. Das würde ein bisschen noch dazu verhelfen, dass man ja da noch ein paar Sachen anbauen könnte. Eventuell noch einen Sender für die Leute, die einen Sender möchten. Dann der Abgang für den Trockentauchanzug. So diese ganzen Sachen, also mit drei, naja, gut. So, jetzt haben wir die zweite Stufe dazu. Long Hose habe ich hier jetzt gerade vorbereitet. Da ist die zweite Stufe. Eine sehr einfache zweite Stufe. Lässt sich nicht einstellen. Ist also komplett so, muss man sie nehmen, wie sie kommt. Und wie ich eben schon sagte, man kann also da unter Wasser den Deckel abschrauben und kann dann einfach da loslegen. Lässt sich sehr einfach gut atmen, muss ich auch sagen. Also ich war relativ zufrieden mit diesem Teil. Und kann man empfehlen, kostet das Set so rund 800 Euro. Ja, komplett, erste Stufe, zweite Stufe zweimal mit den ganzen Schläuchen in einer Tasche. Ja, gut. Ich persönlich muss euch sagen, ich stehe natürlich auf das hier. Das ist der absolut perfekte für mich Sidemount Automat. Er ist quer, das seht ihr. Und hat neben eine
einen Kopf, der sich drehen lässt. Ja. Und da haben wir auch vier Abgänge dran. Da sind kurioserweise vier Abgänge dran. Ja. An dem Drehknopf. Und hier haben wir einen Hochdruckabgang. Und da haben wir einen Hochdruckabgang. Also perfekt eigentlich. Ja, hier sitzt die Gummimembrane. Und wird deklariert als Side-Mount-Set. Und das muss ich sagen, das ist auch der Fall. Denn den kann ich rechts, links tragen. Wunderbar. Kann man dementsprechend konfigurieren. Und das Geile ist natürlich, ich kann natürlich hier auch den Bungee drumlegen, wenn ich möchte. Ja, anstatt hier hinten irgendwo am Flaschenventil, den Bungee, könnte ich diesen Bungee auch hier rumlegen. Ist dann viel einfacher, im Grunde genommen auch dann wieder abzumachen. Also wunderbar, was man sich da überlegt hat. Also das fand ich richtig gut. Auch hier mit diesem Drehstück hier oben, absolut toller Atemkomfort, einwandfrei. Also super Idee. Ich habe hier noch die zweite Stufe. Die zweite Stufe seht ihr natürlich gleich. Ist einstellbar. Hat hier neben einen Einstellring. Kann ich den Atemwiderstand korrigieren. Ist vom Design her richtig schön gemacht. Das einzige Problem, was ich natürlich wieder habe, sind die Flexschläuche. Und diese Flexschläuche, da habe ich immer das Problem, auch wenn das einen Schutz hat, die kann ich natürlich hier zusammendrücken und da bleibt mir die Luft weg. Beim kurzen Schlauch ist das kein Problem, aber beim 2-Meter Schlauch, da sind ganz schnell dann auch mal hier solche Knicke drin und dann kommt also keine Luft mehr durch. Also da ist ein bisschen an den Schläuchen, sollte man ein bisschen überlegen, aber ich sage euch sehr ehrlich, vom Automat her wäre das, ganz ehrlich, meine Entscheidung, wenn ich mir ein Automat jetzt zulegen würde, das gute Stück hier, der Maris 28 XR, wäre also mein Favorit. Warum? Nochmal, er hat hier eine Drehkupplung mit vier Abgängen. Er hat Hochdrucksitz, Hochdruckabgang hier, Hochdruckabgang unten. Und die zweite Stufe, regulierbare zweite Stufe, wunderschön hier. Wunderschön hier neben regulierbar, schönes Design, gut gemacht, absolut tolles Set, nichtsdestotrotz, man kann ja auch die Schläuche ändern und hat auch einen stolzen Preis, ich muss also ehrlich sagen, komplett kostet das Ding als Side-Mount-Set komplett mit allem drum und dran, Finimeter, Schläuche, tralala, erste Stufe, zweite Stufe, zweimal, 1200 Euro, ist natürlich ein Hammerpreis, aber ich sag mal sehr ehrlich, auch ein Hammerprodukt. Also das wäre so ein Ding, was ich hier absolut empfehlen könnte und würde. Ganz ehrlich. Also das wäre so das Teil. So. Ihr merkt hier so ein bisschen auch Geräuschkulisse ringsherum. Und ja, die Taucher sind zum Teil im Wasser, die Taucher sind zum Teil noch am Rohr. Und wir mussten heute so ein bisschen umdisponieren, denn das Wetter, Elphinstone war etwas zu bewegt, da war so ein bisschen Welle, ein bisschen ist gut, war richtig Welle und aus diesem Grunde haben wir dann hier umdisponiert und sind hier in der Nähe vom Port Galib, das ist also das, was ihr hinter mir seht, da irgendwo ganz da hinten, das Port Galib und ja, meine ganze Truppe ist hier tauchend auf 10, 12 Meter Riff. Das ist jetzt nicht so das, was der Uwe so unbedingt braucht. Also von daher bin ich jetzt mal draußen geblieben und habe mal so ein bisschen mal gerade über die Produkte gequatscht. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Der Wind ist natürlich auch extrem laut. Aber wir haben noch 2 Tage und dann geht es wieder ins hoffentlich warme Deutschland. Wir werden mal schauen. Und bis dahin wünsche ich euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.